Alter, was geht ab, Leute, Junge? Überraschende Folge in der Nacht. Auf der Suche nach einem 100% Defensor. Mit meinem neuen Kollegen hier. Gerber Kollege. Wir wollten eigentlich nur ein paar gehen in unserer Gegend machen, aber kam gute 100%. Ich habe ihn gefragt, ob er da hinfahren will. Also ja, sehr überraschend. Wieso nicht? Da vorne müsste es sein. Eigentlich müsste es jetzt hier kommen. Hier ist es. Hast du es? Nee, noch nicht. Sollen wir die Arena dann gleich platt machen, jetzt habe ich es. Wenn du willst. Klar. Ah nee, wir müssen noch zum Snowball. Ah, stimmt. Auch noch 100% Snowball in der Nähe. Oh yes. Weiter geht's. Ich weiß genau, was zählt. Ich habe diesen Weg ja selbst gewählt. Wir werden hoffentlich das Richtige tun. Denn uns bleibt keine Zeit, um auszuruhen. Es war mein Traum. Ist offen? Im Dunkeln wieder mal, so wie immer, bei Scannertouren. Obwohl es eigentlich gar keine Scannertour ist. Durch Feldwege, durch irgendwelche Wiesen und Felder. Könnt ihr hier vielleicht sehen. Alles voller Erde. Da ist es. Dafür sind wir ziemlich harten Weg gegangen, eigentlich. Sogar. Wie gut ist dein Orientierungssinn? Nicht so gut. Wieso? Jetzt hätte ich gesagt, wir können so in die Richtung gehen. Da sind wir hergekommen, aber genau weiß ich es auch nicht. Ja, ich glaube auch. Probieren wir es? Ja. Risiko. Da kommt jemand. Der will das, glaube ich, auffangen oder uns einsperren. Wir haben das Snowball gefangen, haben uns die Schuhe sauber gemacht. Da spawnt direkt ein Lavita, genau 5 Minuten von uns. Auf geht's. Aber mit der Dingbeere fangen. Ja, natürlich. Ich hab's geschafft, erst mal zum Glück. Großartiger Wurf, jetzt muss es ja wohl drin sein. Nach dem zweiten oder dritten. Immer noch nicht. Komm schon. Passt. Passt. Wenn der Curveball nicht geht, dann normal werfen. Arena gemacht. Unser Glück geht heute weiter, direkt neben der Arena. Nur 3 Minuten zu Fuß. Ein Trattini. Kann man sich nicht beschweren. Auch ein bisschen gegen Heiterga gekämpft. Der langweilt echt. Weißt du, wohin wir gehen? Da gehen wir gerade einfach die Straße entlang. Yeah.
Puh, das war's. Gerade die Schuhe sauber gemacht, ihr habt's gesehen. War wieder mal eine harte Tour. Durch den Dreck, durch die Felder. Wo es nicht wirklich eine Tour war. Wir haben nur ein paar Rennen gemacht. Und dann ein paar gute Spawns mitgenommen, die halt auf dem Weg lagen. Zwei neue 100% für die Sammlung, das ist immer gut. Aber keine wirkliche Tour, weil zurzeit keine Galaxo-Spawn, falls ihr das schon mitbekommen habt. Und zwar ist zurzeit so ein Galaxo-Event in Japan, genau wie das Lapras-Event, was ein bisschen untergegangen ist. Also wurde wenig drüber geredet, wenig gehypt und auch von den YouTubern, die ich followe, ist keiner eigentlich hingefahren. Also ist ein bisschen untergegangen. Obwohl Galaxo eigentlich tausendmal besser ist als Lapras, also ich weiß auch nicht wieso. Aber in der Zeit spawnt halt überall im Rest der Welt kein Galaxo, was halt richtig krass ist. Ist mir halt jetzt aufgefallen wegen dem Bot und der WhatsApp-Nachrichten, dass da kein Galaxo mehr kam. Bei Lapras hatten wir nicht so einen krassen Scanner, also ist es mir da nicht aufgefallen. Aber schon sehr interessant. Event müsste aber gestern Nacht, heute Morgen, irgendwann jetzt um den Dreh wieder vorbei sein. Sprich, wir können wieder auf Tour gehen, worauf ich mich schon sehr freue. Also die paar Pokémon, die wir geholt haben, habe ich schon wieder wild gemacht für eine richtige Tour. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was ihr von dem Event haltet. Also hättet ihr gern so eine Art Event in Deutschland oder wo ihr auch immer wohnt? Und wenn ja, welches Pokémon? Weil Galaxo scheint nicht so gut angekommen zu sein, wer weiß. Und wie findet ihr es, dass dann in der Zeit die anderen Leute auf der Welt das Pokémon nicht fangen können? Also ich finde es eigentlich ganz gut. Macht das Pokémon halt spezieller, aber schreibt dann in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ansonsten immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Anvideos ab, checkt unsere Facebook-Seite ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.